15 Karten, die deinen Blick auf die Welt verändern werden. Vielleicht warst du der oder die Beste in deiner Erdkundeklasse, aber ich wette, du hast die Welt nicht ganz so gesehen. Vorsicht, diese 15 Karten werden die Art verändern, wie du die Welt siehst. Nummer 1. Karte der links- und rechtsfahrenden Länder. Warst du jemals in dieser peinlichen Situation, als du, sagen wir mal, Malaysia besucht hast und auf der falschen Seite des Autos oder der öffentlichen Verkehrsmittel einsteigen wolltest? Nun, für diejenigen, die in den blauen Zonen leben, im Sinne dieser Karte, scheint es natürlicher, auf der rechten Seite zu fahren. Länder mit Linksverkehr, die mit Orange markiert sind, sind meist ehemalige britische Kolonien. Nummer 2. Karte der weltweiten Zeitzonen. Nein, du bist hier nicht in einer Matrix-Umgebung. Es sind einfach alle Zeitzonen der Welt, die Ihnen auf einer Karte präsentiert werden. Während du in den meisten Fällen nur einige Stunden addieren oder abziehen musst, um die richtige Zeit herauszufinden, sind einige Länder spezifischer. Indien und Sri Lanka zum Beispiel leben in der indischen Standardzeit von UTC plus 5,5 Stunden. Der Iran hat UTC plus 3,5 Stunden. Und wenn du jemals in Nepal bist, musst du 5 Stunden 45 Minuten zu UTC hinzufügen. China hingegen wollte es seinen Bürgern einfacher machen und hat nur eine Zeitzone für sein riesiges Territorium, UTC plus 8 Stunden. Nummer 3. Karte der längsten Flugwege der Welt. Okay, Reisefans, das hier ist für euch. Es ist der beste Beweis dafür, wie groß unsere Welt ist, mit einem 19-stündigen Direktflug von New York nach Singapur. Reisen nach Australien von, sagen wir, Dallas, dauert auch eine ganze Weile, etwa 17 Stunden. Müde nach all dem Fliegen? Wie wäre es mit einer heißen Pause in der Sauna? Ich kenne ein Land, in dem es viele gibt. Ja, ich spreche von Finnland. Nummer 4. Karte aller öffentlichen Saunen in Finnland. Mit dieser Karte hast du keine Probleme, in Finnland eine Sauna zu finden. Sie sind so ziemlich überall, was nicht überraschend ist. Es gibt 2 Millionen Saunen in einem Land von 5,5 Millionen Menschen. Nummer 5. McDonald's-Karte von Amerika. Hast du inzwischen Lust auf einen Snack? Das gute alte McDonald's ist immer für dich da. Immer und überall. Abgesehen von einigen bewaldeten Teilen von Oregon, Wüsten von Nevada und den Bergen von Montana, ist es immer gleich um die Ecke. Kein Wunder, denn es gibt in den USA 14.000 Restaurants. Da du nun weißt, wo du in Finnland eine Sauna und in den USA einen Mac findest, wie wäre es mit gesundem Fahrradfahren in den Niederlanden? Nummer 6. Karte von speziellen Fahrradwegen in den Niederlanden. Die Gesamtlänge dieses Radwegnetzes beträgt 35.400 Kilometer. Und das sind nur ausgewiesene Wege, ohne die Straßen mit einer Spur für Fahrräder. Nun, diese 22,5 Millionen Fahrräder in einem Land mit 17 Millionen Einwohnern müssen ja irgendwo hingehen. Apropos Radfahren, lass uns sehen, welche anderen gesunden Gewohnheiten Menschen weltweit haben. Nummer 7. Karte des beliebtesten Sports in jedem Land. Okay, mal sehen, wer was auf der Welt spielt. Es sieht ziemlich grün aus. Es ist entweder der Wald. Oh nein, das sind Fußballfans. Ich bin nicht überrascht zu sehen, dass Kanada hier blau ist. Eishockeyfans, freut euch. Was ist mit dem lila China? Oh, sie lieben dort Pingpong. Sowohl Indien als auch Australien sind rot, denn sie lieben Cricket. Der lustige Teil ist, dass Kuba gelb ist, für Baseball. Das muss aus den Zeiten stammen, als sie den USA sehr nahe standen. Nummer 8. Karte der meisten wiederkehrenden Wörter auf der Wikipedia-Seite jedes Landes. Was ist deine zuverlässigste Informationsquelle für alles auf der Welt? Hab ich dich Wikipedia sagen hören? Gut, dann wirst du diese Karte zu schätzen wissen. Dies sind die am häufigsten verwendeten Wörter auf Wikipedia-Seiten für alle Länder der Welt, ohne Wörter wie Land, Regierung und verknüpfende Wörter. Während du wahrscheinlich nicht überrascht bist, dass die Sowjetunion in ganz Russland und der ehemaligen Sowjetrepubliken beschrieben wurde, gibt es einige lustige Beispiele. Die Seite von Nordkorea ist voll mit dem Wort Süden und für Südkorea ist es genau das Gegenteil, das hauptsächlich vom Norden spricht. Das Vereinigte Königreich hat Irland als seinem häufigsten wiederkehrendes Wikipedia-Wort. Marokko ist voll von Sahara und die Westsahara schenkt dem Wort Marokko auf Französisch viel Aufmerksamkeit.
Insel gibt es in Beschreibungen der meisten Inselstaaten. Nummer 9. Facebook-Karte aller miteinander verbundenen Freundschaften. Facebook hilft dir, mit Freunden aus der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Nun, es hilft nicht nur dir, sondern auch den anderen 2 Milliarden Benutzern. Obwohl es fast überall beliebt ist, gibt es hier und da immer noch schwarze Löcher. Die große Firewall Chinas blockiert es. Russland ist mehr in seinem eigenen Facebook namens VK, das auch in einigen Nachbarländern verbreitet ist. Nordkorea steht im Gegensatz zu dem super vernetzten Südkorea stark hervor. Natürlich gibt es in der Sahara, in Grönland und in der kanadischen Arktis keine Facebook-Nutzer. Nummer 10. Die rothaarige Karte von Europa. Ich denke, es war jemand Rothaariges, der auf die Idee mit dieser Karte kam. Es scheint, dass 10% der Bevölkerung von Schottland, Irland und Wales diese schöne und seltene Haarfarbe haben. Auch England, Island, Norwegen, Deutschland, Schweden, Finnland, die Niederlande und Nordfrankreich können eine ziemlich große Anzahl jener Leute mit der Haarfarbe des Sonnenscheins vorweisen. Es sieht auch so aus, als wären die Zahlen in Zentralrussland ziemlich hoch. Es müssten die in der Wolga-Region lebenden Udmurts sein, die in der Vergangenheit rote Haare hatten. Während der Zeit der massiven Immigration reisten die roten Haare auch über den Teich nach Amerika und gaben zwischen 2 und 6% der Bevölkerung rote Haare. Nummer 11. Hund vs. Katzenkarte der Vereinigten Staaten. Nun, der Kampf ist echt und es sieht ganz klar so aus, als ob die Hundeliebhaber gewinnen. Besonders Arkansas, Alabama, Louisiana, Mississippi, Nevada, Oklahoma, Delaware, Montana, Maine und Hawaii bevorzugen Hunde über Katzen. Bist du ein Katzen- oder ein Hundeliebhaber? Gib uns ein Like, wenn du wie die meisten Amerikaner Hunde bevorzugst. Nummer 12. Mehr Menschen leben in diesem Kreis als außerhalb. Das ist ziemlich erstaunlich. Diese Karte zeigt die sehr ungleiche Verteilung der Weltbevölkerung. Mit Ländern wie China, Indien, Indonesien, Pakistan, Bangladesch und Japan, die alle zu den bevölkerungsreichsten Staaten der Welt zählen, ist das keine Überraschung. Nummer 13. Karte der am meisten erinnerten Staaten Amerikas. Okay, ein schnelles Geografie-Quiz. Wie viele amerikanische Staaten kannst du auf einmal aus dem Nichts benennen? Einige wirklich kluge Köpfe können sich an sie alle erinnern, aber einige Staaten werden häufiger genannt als andere. Laut 12 Millionen Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind dies die Top 5 am meisten erinnerten Staaten: Kalifornien, Florida, Texas, Alaska und New York. Zu den am wenigsten erinnerten gehören Massachusetts, Connecticut, Delaware, Maryland, Indiana, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri und Nebraska. Lasst uns ihnen einen Ehrenruf geben. Nummer 14. Die wahre Größe Afrikas. Es mag durchschnittlich groß aussehen, wenn man es als Teil der Weltkarte betrachtet, aber Afrika ist in der Tat mehr als riesig. Seine Fläche beträgt 29.800.000 Quadratkilometer und könnte leicht in Länder wie China, die Mongolei, Saudi-Arabien, die Türkei, Costa Rica und was auch immer passen. Wenn das noch immer nicht so beeindruckend klingt, beachte, dass es größer ist als Kanada, die Vereinigten Staaten und China zusammengestellt. Nummer 15. Größe des Mondes im Vergleich zu den USA. Und schließlich die Spitze unserer Liste und einige gute Denkanstöße. Wir alle kennen diese Umrisse, aber ich wette, du hast sie noch nie im Vergleich zum Mond gesehen. Ziemlich erstaunlich. Muss ich noch mehr sagen? Welche der Karten ist dein absoluter Favorit? Sag es uns in den Kommentaren. Vergiss nicht, uns ein Like zu geben und klicke auf Abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.